Jo, servus Freunde, dann sag ich mal willkommen zum Video. Heute gucken wir uns nochmal unser Gartenvolk an. Steht jetzt hier hinter euch, beziehungsweise vor mir, ihr kennt das. Da gucken, was der Honigschrauben sagt und machen in einem hier die normale Schwarmkontrolle. Ich baue euch gerade auf, Smoker ist schon an. Zumindest war er das gerade. Ja, also einfach. Wunderbar, kann also losgehen, hinstellen und dann geht es los. Wir erstmal ab. So, auf. Wagen wir mal einen Blick. Ja, sieht doch alles mal gut aus. Dann kommen wir erstmal nicht. So, sieht man gut an. Na, viele kommen raus. So. So, ich denke, das sieht erstmal so vernünftig aus, was ich so von weitem erkennen kann. Jetzt stellen wir euch noch richtig hin. So, Abstand geht da weg. Dann machen sie hier einmal lose, damit sich keiner festhält von unten. So, schauen wir mal. Könnt ihr eigentlich noch was sehen? Gucken wir mal. Oh ja, ist gut. Also hier haben wir überwiegend wieder Honig drauf. Hier auch. Die stelle ich mal an Seite, die können wir vielleicht gleich noch hochhängen. Die hängen wir wieder rein. Gucken wir mal, wie wir nachher Platz haben oben. So, hier haben wir die erste auslaufende Brut. Kleine Rundmaden. Eier habe ich noch keine gesehen, aber das heißt ja nichts. Wir haben ja noch ein paar Raben. Hier ist auch auslaufende. Eier würde ich halt gerne sehen. Ne? Eier. Eier. Da sind sie definitiv. Also in dem Bereich sind Eier da, also Königin auf jeden Fall vorhanden. Hier auch definitiv. Schwarmmäßig kann man bis jetzt noch nichts erkennen. Hier auch. Auch alles voller Eier. Also die machen auf jeden Fall das, was sie sollen. Heute ist nicht ganz so warm, sie fliegen nicht so intensiv. Hier aber auch wieder schön offene Brut drauf. Ja, was soll man sagen, gibt es nicht viel zu tun hier drin. Ne? Gucken wir mal hier die Randwaben noch. Ja, hier ist auch eine Honigwabe. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir noch oben hatten in dem ersten Honigraum. Ich guck mal schnell. Hier haben wir noch eine Mittelwand, die sie hier beim Ausbauen sind. Die hängen wir auf jeden Fall mal runter. Die. Oder die. Ja, die ist schwerer. So, die dahin. Die erstmal an Seite.
So, dann schieben wir hier den ganzen Klumpen wieder zurück. Das ist auch eine Mittelwand aus dem Honigraum. Schon schön ausgebaut, da noch nicht so viel. Die packen wir jetzt auch hier rein. Vermitteln wir wieder ein Stück. Dann hätten wir den Raum erstmal fertig. Dann gehen wir mal eine Nummer tiefer. So, was sagt eure Perspektive? Schlecht, jetzt ist sie besser. Einmal kurz rauch. Ich würde dann hier gucken, wir nur mal so stichprobenartig rein. Da haben wir im Prinzip alles gesehen. Ich glaube nicht, dass sie hier schwere Schwarmstimmung haben. Noch eine Pollenwabe, die auch mal an Seite. Ja. Auslaufende schön drauf. Da ist ein bisschen Drohnenbau mit dabei. Haben sie wieder den Wildbau dran gemacht. Hier ist alles voller Eier. Ja, das sind diese hohen Böden. Ne? Das ist natürlich prädestiniert dafür. Dasselbe haben wir letzte Woche erst abgemacht. Aber wie gesagt, schwarmmäßig ist nichts in Sicht. Ja, wunderbar. Was haben wir hier? Oh. Ne, war eine Bodenzelle. Alles gut. Hier ist wieder alles voller offener. Gut, den bauen wir wieder zusammen. Dann haben wir hier die Mission schon erledigt. So, wieder rein. Alles geht dann eben. Ja, ein bisschen zusammenschieben. Die Sachen weg. So, da haben wir den Raum wieder. Jetzt müssen wir den Strabisch mal wieder umbauen. Ja, geht noch. So, der war hier schon fertig. Absperr geht da wieder drauf. So, der Honigraum. Da gucken wir jetzt für Spaß mal noch rein. So, hier ist ja noch die Lücke, die steht ja noch draußen. Also volle Honigwaben. Fangen ein bisschen an zu verdeckeln.
Ja, hier auch. Der braucht auf jeden Fall noch ein paar Tage. Ich denke, eine Woche haben wir noch. Hier auch. Ja. So, dann die zwei von unten. Die hängen wir jetzt hier schön mittig rein, da können sie die auffüllen. Hier auch. Zusammenschieben. Ausmitteln. So, Folie noch drauf, Deckel und dann sind wir hier durch. Dann sage ich erledigt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, man sieht nichts. Sehen wir uns im nächsten Video. Also macht es gut.